Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Koi Consult Koi Talk Podcast. Mein Name ist Robert Jungnischke und in dieser Folge geht es wieder um eine Zuschauerfrage. Karl aus Österreich hat diese Frage geschickt. Und zwar ging es um das Thema, ich setze neue Fische in den Teich und habe dann natürlich immer das Risiko, dass ich neue Bakterien reinkomme. Das ist sowohl ein Risiko für den Altbestand, aber auch ich habe Bakterien im Teich und das ist ein Risiko für den Neubestand. Und der Karl hat nun gefragt, was ist denn, wenn ich jetzt selber Nachwuchs im Teich bekomme? Wo sind da die Risiken und wie geht man damit um? Also grundsätzlich, Karl, ist es natürlich so, du hast, wenn du fremde Fische dazusetzt, ein ganz anderes Risiko, als wenn du eigene Nachzuchten hast. Denn im Grunde ist es tatsächlich so, bei eigenen Nachzuchten kann man das bakterielle Risiko ausschließen, weil es kommen ja keine neuen Keime dazu, sondern es sind ja bestehende vorhanden. Und da ist dann eher die Frage, ob der Nachwuchs damit klarkommt und die überlebt. Aber das ist meines Wissens in der Regel überhaupt kein Problem. Bei eigenem Nachwuchs ist eigentlich ein ganz anderes Thema viel entscheidender. Tatsache ist nun mal, unsere Teiche sind begrenzt groß, haben eine begrenzte Filtertechnik, die sehr häufig auch gerade im Frühjahr und im Herbst bei vielen Leuten an ihre Grenzen kommt. Und da ist jeder Fisch, den ich zusätzlich im Teich habe, und vielleicht gar nicht im Teich haben möchte, eher eine Belastung als eine Bereicherung. Natürlich ist das schön, wenn die Koi sich im eigenen Teich vermehren. Nur muss man sich auch über eines im Klaren sein, es wird dann nicht die Qualität rauskommen, wie man sie beim Händler kauft, sondern in der Regel kommen dann irgendwelche bunten Fische raus, die so eher in Richtung Euro-Koi gehen. Und es gibt natürlich auch Leute, die an diesen Fischen Spaß haben und denen diese Fische gefallen. Und da ist auch nichts gegen zu sagen. Ich vertrete die Meinung, dass jeder die Fische halten soll, die ihm gefallen und gar nicht so sehr auf Qualitätskriterien gucken sollte. Es sei denn, er möchte eben nur Topfische im Teich haben und wenn er bereit ist, das Geld zu bezahlen, spricht da auch nichts dagegen. Worauf ich zurückkommen möchte. Das Problem ist, wenn die Fische sich im Teich vermehren und dann eben auch größer werden, dann habe ich in der Regel das Problem, dass ich die irgendwie irgendwann loswerden muss, weil der Teich eben nur ein begrenztes Fassungsvermögen hat. Und zwar ist es auf der einen Seite natürlich schön, dann neue Fische dazu zu haben. Wenn ich aber damit die Wasserqualität nicht mehr sicherstellen kann, ist die Sache eher kontraproduktiv. Insofern ist meine Philosophie eher dahingehend, dass ich versuche zu vermeiden, dass von dem, was dort abgeleicht wird, überhaupt was überleben kann. Und das kann man am einfachsten dadurch realisieren, dass eben diese Fischeier, die dann eben ja in das Wasser abgegeben werden, gar nirgendwo hinkommen, wo die Koi nicht hinkommen. Weil es passiert Folgendes: Nachdem die Koi abgeleicht haben, gehen sie selber und auch die anderen, die noch im Teich sind, hin und fressen den Laich, nämlich mit Wonne, auf. Und damit habe ich mein Nachwuchsproblem im Grunde schon gelöst. Und vor allen Dingen natürlich auch einen ungewollten Nachwuchs, der kommt dann damit gar nicht zustande. Also in meinem Teich ist das so, ich habe ja 2004 das letzte Mal umgebaut und bei mir gibt es keinen Bereich, wo Wasser ist, wo zum Beispiel auch Futterreste hin könnten oder wo Laich hin kann, wo kein Fisch hinkommt, sodass bei mir gar keine, ich sag mal, Eier so alt werden, dass daraus ein Fisch entstehen könnte. Hat den Vorteil, ich habe keinen ungewollten Nachwuchs und das finde ich ist eine sehr praktische Maßnahme. Ansonsten wäre natürlich eine andere Alternative, wenn ihr dort eben den Teich anders gebaut habt, dass man den Laich entnimmt, damit er eben sich nicht weiterentwickelt. Vielleicht macht man es auch so, dass man einmal versucht, die Fische zu erbrüten, um mal zu schauen, was da rauskommt. Nur erfahrungsgemäß ist es auch so, selbst wenn da ein paar schöne dabei sind, solange die alle im Teich bleiben, wird es immer so sein, dass eher die schwarzen oder die nicht schönen überleben, aber eben sehr selten nur die schönen Koi. Und da ist halt die Frage, was mache ich dann mit den Fischen, wenn die größer werden? Weil, wie gesagt, unser Platz ist ja im Teich nur begrenzt. Das zu dem Thema eigener Nachwuchs und die damit verbundenen Risiken. Dann möchte ich noch kurz eingehen auf die Frage von Karl, was das Thema Inzucht angeht.
Denn auch das hat ja damit zu tun. Also wenn wir jetzt über Nachwuchs im eigenen Teich sprechen, dann haben wir eigentlich fast weniger Probleme mit dem Thema, als wir haben, wenn wir uns Fische immer vom selben Züchter zukaufen. Weil es ist halt so, wenn wir im Teich einen Nachwuchs haben, wir haben ja in der Regel Fische unterschiedlicher Varietäten und damit ist eigentlich klar, wenn die Fische aus Japan kommen, dann kommen sie zumindest von unterschiedlichen Züchtern oder aber wenn es ein großer Züchter ist, zumindest mal von unterschiedlichen Elterntieren. Das heißt, Shagoi, Karashigoi haben andere Elterntiere als ein Showa, ein Sanko oder ein Kohaku. Damit haben wir einfach schon mal sozusagen verschiedene fremde Fische im Teich. Und wenn die sich jetzt untereinander vermehren, dann wird es in der Regel nicht so sein, dass, ich sage jetzt mal, zwei Dainichi Kohaku miteinander sich verpaaren, sondern dann wird das mit großer Wahrscheinlichkeit so sein, dass das ein Kohaku ist, der dann ableicht und dass der männliche Shagoi dann eben den befruchtet. Das heißt, wir haben jetzt zwei fremde Fische, die also nicht miteinander verwandt sind, die dann eben Nachkommen zeugen und somit habe ich da schon mal gar keine Probleme. Anders sieht es jetzt aus, wenn ich eben Fische von, ich sage jetzt mal, gleicher Varietät und vielleicht auch noch vom gleichen Züchter habe. Ich habe es in anderen Folgen schon gesagt, es ist halt so, die Fische sind ja über die letzten Jahre immer besser geworden. So, was tun Züchter, damit sie die Qualität ihrer Fische verbessern können? Unter anderem bedienen sie sich gerade bei Fischen der Inzucht und verpaaren dann eben entsprechend die Fische wieder miteinander, um die guten Eigenschaften nochmal zu stärken. Und das ist genau das, was wir auch im Koi-Bereich haben. Und das ist vor allen Dingen ja auch im Ergebnis das, was wir haben. Also es ist zumindest meine Wahrnehmung und mein Gefühl, dass unsere Japan-Koi im Grunde immer empfindlicher werden. Sie werden zwar immer schöner, aber sie werden auch immer empfindlicher, was eben die Anfälligkeit für Krankheiten angeht, was auch der Einfluss der Umweltfaktoren angeht. Und ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, dass die Qualität immer besser geworden ist, was zum Teil auch durch die Inzucht passiert ist. Und deswegen, Karl, ist es halt so, oder ist es meine Einstellung, dass wir eben da eher das Problem haben, als wenn wir selber Fische nachzüchten. Denn dann müssten wir schon wirklich verwandte Tiere haben und die dann auch zusammen paaren, was wir normalerweise ja im Teich nicht hinbekommen. Ja, ich hoffe, damit sind deine Fragen beantwortet. Wieder mal vielen Dank dafür, dass du so rege Fragen stellst. Und auch der Appell an euch anderen, wenn ihr Fragen zu irgendeinem Thema habt, was mit Koi zu tun hat oder mit dem Teichbau, dann bitte gerne über die üblichen Kontaktkanäle. Und ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal, euer Robert Jungnischke.